Wie sieht eigentlich so der Tag eines Let's Players aus? Ich vermute mal so in der Art. Zunächst einmal muss er ganz früh aufstehen, man will ja keine Augen in der Facecam sehen, doch wann sollte er aus dem Bettchen gehen? 16 Uhr ist da ganz angenehm, wenn er dann auf den Beinen steht, dann ist alles in seinem Kopf verdreht, seine Videoprojekte erschlagen ihn und er hängt von Termin zu Termin. Schaut euch den Let's Player an, was so ein Mensch alles machen kann, er spielt und spielt den ganzen Tag. Auch ein Spiel, die er gar nicht mag. Schaut euch den Let's Player an, was so ein Mensch alles machen kann. Er spielt und spielt den ganzen Tag. Auch ein Spiel, die er gar nicht mag. Während er mit Traps aufnimmt, merkt er, dass sein Ton nicht stimmt. So muss er nochmal von vorn anfangen, obwohl er schon seit Stunden spielt. Und in seinen Feiertagen wird er von seinem Postfach erschlagen. 4000 Messen halt nur zu ertragen, braucht sein Kopf und platzt sein Kragen. 4 Projekte hat er parallel laufen, da kann er schon mal im Boost absaufen, Trailer machen. Texte üben sich stundenlang mit den Intros wickeln, den Livestream hätte ich ganz vergessen. Da gibt's ja welche, sind auf ganz versessen. Ich will hier ja keinen Namen nennen. Frank und Saraza sollte man schon kennen. Schaut euch den Let's Player an, was so ein Mensch alles machen kann. Er spielt und spielt den ganzen Tag, auch die Spiele, die er gar nicht mal. Schaut euch den Let's Player an, was so ein Mensch alles machen kann. Er spielt und spielt den ganzen Tag, auch die Spiele, die er gar nicht mal. Abend ist es noch längst nicht vorbei, denn dann wird vieles auf Facebook gepostet. Alles ist hochgeladen, einmal frei, das war's. Nein, bis 4 Uhr morgens wird noch aufgenommen. Fehlerfrei, das kann schon mal vorkommen. Das klingt ja alles wunderbar. So steht man noch ohne Videos da. Schaut euch den Let's Player an, was so ein Mensch alles machen kann. Er spielt und spielt den ganzen Tag, auch die Spiele, die er gar nicht mag. Einmal in der Woche ist der Livestream-Pflicht, dann schiebt man halt mal eine Doppelschicht. Und wenn nicht, dann gibt's halt die doppelte Länge an Folgen. Oder auch nicht. Oder man muss seine Zuschauer überzeugen, dass man einfach nicht mehr schaffen kann, auch wenn sie es nicht so haben wollen. Man tut halt, was man machen kann. 5 Uhr morgens ist es endlich soweit, alles ist im Kasten, Renderzeit. Endlich kann er sich vom PC losreißen und sich in sein Bettchen schmeißen. Auch kurz oder lang ist es ein geiles Gefühl, da so viele Menschen einem einzigen zu sehen. Es ist und bleibt ein einziges Kalkül und daher muss es immer weitergehen. Schaut euch den Let's Player an, was so ein Mensch alles machen kann. Er spielt und spielt den ganzen Tag, auch die Spiele, die er gar nicht mag. Schaut euch den Let's Player an, was so ein Mensch alles machen kann. Er spielt und spielt den ganzen Tag, auch die Spiele, die er gar nicht mag. So, jetzt wisst ihr ungefähr den Tagesablauf eines Let's Players. Aber das ist nicht das Ende vom Lied. Nein, jetzt kommt noch richtig schön Instrumental. So, jetzt wisst ihr hoffentlich, wie so ein tägliches Leben eines Let's Players ungefähr aussieht. Meines jetzt nicht ganz so, aber ähnlich. Und ich hoffe auch, dass der Track euch jetzt mal gefallen hat. Das ist jetzt mein erster.
mit Vocals eingesungen, natürlich von mir selbst. Effekte habe ich keine außer Hall benutzt und dann auch nur leicht. Ansonsten habe ich die Spuren mehrfach gesungen, also immer wieder zurückgespult und nochmal auf derselben Stelle. Und ja, inspiriert haben mich alle Let's Player, die es hier in YouTube gibt, die gesamte Community. Es werden ja täglich hunderte von Videos hochgeladen und mehr als 100 bestimmt. Und das hat mich dazu inspiriert, weil ich ein Teil davon bin, diesen Song hier zu machen. Also, liebe Grüße an alle Let's Player da draußen, nicht nur die Großen. Und jetzt lasse ich mal das Lied ausklingen und wir hören uns bestimmt beim nächsten Track. Ciao, Leute!